Ja, hallo zusammen. Ich hatte ja schon mal die Tage in einem Video den Gedanken schweifen lassen, dass ich mich hier räumlich verändern wollte bezüglich eines ja, Vorratshauses. Wenn man das mal so sagen möchte. Also sprich, ein Haus, wo ich ganz viele Kisten unterbringen kann und ja, quasi meinen Besitzstand sortieren kann. Also eine Lagerhalle. Für Kisten. Um es mal in ganz normalen deutschen Worten auszudrücken. Ja, das bedeutet, ich muss Platz schaffen. Und ich muss wieder mal umbauen. Ich hatte mir gedacht, das, was ich jetzt hier freischaufel, dass ich hier in diesem Bereich quasi die Grundmauern lege. Es wird keinen Keller geben. Habe ich jedenfalls erstmal nicht geplant. Zum einen, weil der Keller dann wieder in meinem alten Keller liegt. Und zum anderen soll es ja wirklich nur eine Art Speicher sein. So, das hier. Passen wir mal gerade an. So. Okay. Also das soll der Grundriss ungefähr. Ja, was heißt Grundriss? Grundriss ist ja auch nicht richtig, weil das hier wird ja Weg. So. Ja, für die, die es noch nicht bemerkt haben sollten. Obwohl, eigentlich kann es noch keiner wirklich bemerkt haben, weil es hat eine Veränderung gegeben. Und zwar, Moment, ich muss mal gerade hier Sachen holen, die ich noch brauche. Ja, nee, nicht an der Unordnung hier stören. Bin so nebenbei offline ein bisschen am Sand schürfen. Ja, aus verschiedensten Gründen. Aus Gründen halt. Achso, wenn ich schon mal hier bin, kann ich doch auch gleich Gelegenheit nutzen und Granitstein mitnehmen. Den werde ich ja auch brauchen, ne? So. Okay. Als erstes bauen wir hier mal den Weg zu Ende. Hä, bin ich jetzt besoffen? Hab doch eben. Holz, Granit, Granit. Ach übrigens, hier, schwarze Erde, die ich noch habe, ne?
Moment mal. Ich habe doch eben Granit, Stein, Wegstein mitgenommen. Erstmal packen wir das und das hier rein. Also manchmal denke ich, ich habe einen auf dem Auge. Davon habe ich doch eben 32 Stück mitgenommen, oder bin ich? Ach, die sind hier reingewandert. Jo. Also, eins steht fest. Besoffen bin ich nicht. Ja, das ist immer so der Nachteil, wenn man mehrere Kisten gleichzeitig aufhat und einfach losdrückt, ne? Da kann schon mal passieren, dass man das nicht mitkriegt und hinterher erstmal einen halben Herzinfarkt kriegt, wenn man merkt, dass man das, was man eigentlich haben wollte, gar nicht dabei hat. So. Das heißt jetzt aber auch, ich habe das hier als Grundfläche. Ich hoffe ja mal, dass das hinhaut. Ja, so. Ich überlege gerade. Jetzt muss ich erstmal was essen. Bevor mir hier wieder mein Kollege hier schlapp macht. Okay, ja. Gut, so. Das wird der Grundstock sein. Dann heißt, ich kann drei Kisten hoch machen. Ja. Die größte Fläche ist es nicht.
muss man ja mal sagen. Aber fürs Erste soll es reichen, dass ich hier sowas endlich mal wegsortiert kriege. Das hilft ja alles nichts. Und dann muss ich mir später vielleicht mal ein anderes Areal aussuchen, wo ich sowas dann unterbringen kann, wo ich ein größeres Sortierhaus bauen könnte. Andere Chance sehe ich da aktuell nicht. Oder ich gehe noch mal einen höher. Was sicherlich nicht unbedingt das Verkehrteste wäre, wenn ich das Ganze noch ein höher setzen würde. Ja, so werde ich das machen. Noch ein höher ist besser. Ja, so könnte man damit leben, denke ich mal. Zack. So. Zack. Alles klar. Ist auf jeden Fall besser, würde ich sagen. Dann kann ich die Kisten drei hoch machen. Und dann geht hier wenigstens ein bisschen was rein. Zu hoch macht das ganze Gesamtbild auch wieder schlecht. Würde ich sagen. Okay. Ja. Grundstock ist gelegt. Würde ich sagen, dann wird die nächste Aktion die Mauern hochziehen, Gläser einsetzen und. Das soll es für heute erstmal gewesen sein. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Das wünsche ich euch auf jeden Fall. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bleibt mir erhalten. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, Abo und oder einen Kommentar da. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder zuschaut, wenn es heißt Let's Play Vintage Story. Tschüssikowski!